So, weiter geht's. Wir werden heute bis, also wenn ich es noch schaffe, alles heute hochzuladen, keine Ahnung, werden wir, denke ich mal, bis zur alternativen Schule spielen. Und, ja. Mal schauen, wie viel wir schaffen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal in Richtung, wow, in Richtung Schule. Okay. Das war ein kleines bisschen fail. Und um herauszufinden, dass wir zur Schule nicht können, jedenfalls nicht auf dem normalen Weg, müssen wir hier lang. Schlattermann. Haha, daneben. Jetzt hier runter. Hier müssen wir später in ein Haus rein. Können wir jetzt aber noch nicht. Okay, oder auf der anderen Seite dieses Hauses. Dieses Hauses, dieser Straße, Entschuldigung. So, jetzt müssen wir gerade schauen. Ich werde doch mal blöde mit dem Scheißding. So. Da lang. Dieser Pfeil ist auch echt, der ist wirklich informativ. Da weiß man auch nicht, wo vorne und hinten ist. Wenn ich aber aus der Dingsbums rauskam, dann muss ich logischerweise in die Richtung. Pass auf, jetzt gehe ich falsch rum. Dann lache ich aber. Ich weiß übrigens, was ich vergessen habe. Ich habe vergessen, vorhin bei meinem Truck zu gucken. Ich glaube, ich gehe wirklich in die falsche Richtung. Ja. Bei meinem Truck zu gucken. Da lag nämlich ein Haldring oder so. So, ich versuche es mal hier lang. So, verwirrend. So. Scheiß drauf. Wir werden noch genug Haldrings finden. Also von daher, da macht einer dann auch nicht mehr den Unterschied. So, wer das ist falsch. Ja, geht doch. Geht doch! So, genau, hier wollte ich nämlich hin. Und hier steht Doghouse Levin Street. Und jetzt sagen wir, ah, okay, Hundehütte in der Levin Street. Da wollen wir doch gerade mal schauen. Müssten wir auch automatisch auf der richtigen Seite sein. Jupp. Wow, was? Und wir finden ein Schlüssel. Daneben. So. Schnell rein in die gute Hütte. Nehmen wir gleich den Erste-Hilfe-Kasten mit. Gibt's hier noch einige andere Sachen, so wie Munition. Nothing useful. Er guckt direkt auf die Munition. Ah ne, jetzt geht's. Hier liegt auch noch. Oh, hier ruckelt's aber auch richtig schön. So. Nochmal Munition und hier steht, glaube ich, noch ein Heilring. So. Hier finden wir eine Tür mit drei Schlössern. Und hier finden wir eine Karte. Und auf dieser Karte steht Keys for Eclipse. Also Schlüssel für die Dunkelheit. Oder Schlüssel zur Dunkelheit. Oder irgendwie so ähnlich. Und das hat er jetzt sich in seine Karte übertragen. Und jetzt wissen wir nämlich, wo die Schlüssel sind. Also, los geht's. Ich glaube, wenn wir hier lang gehen, ist am sinnvollsten. Oh. Oder wir... Ne, wisst ihr was? Wir gehen den anderen Weg. Wir gehen so rum. Ich weiß, ich gucke zu oft auf die Karte, aber ja. Bitte, das meine ich. Wir müssen, glaube ich, links, oder? Karten lesen, echt nicht meine Stärke. Scheint aber richtig zu sein. Denn noch ist hier kein Abgrund. Kreuzung, ein weiterer Grund auf die Karte zu gucken. Na, dann müssen wir weiter. Und dann am Ende der Straße rechts. So. Und da liegt dann, glaube ich, der, ich glaube, der Holzfällerschlüssel. Nee, Quatsch. Der Vogelscheuchenschlüssel. So, ist das hier schon? Sieht aus wie eine weitere Gasse.
Ach ja, klar. In die Gasse müssen wir auch rein, aber erst später. Wohl, warte mal. Der Schlüssel ist genau hinter uns, das weiß ich. Aber, oh mein Gott. Vielleicht liegt hier ja noch was. Ja, da ging es mal mit. Oh, holy shit. So, schnell wieder weg hier. Hat sich doch gelohnt, hier reinzugucken. Dass die hier lagen, wusste ich vorher wirklich noch nicht. Jetzt müssen wir rechts. Dann müssen wir nämlich hier rüber. Oh, jetzt kommt wieder das Vieh, macht uns Schwierigkeiten. Tonikum mitnehmen. Ich sag mal Tonikum, weil es in der deutschen Version so hieß. Vogelscheuche. Vogelscheuchenschlüssel, so. Oh. Ein weiterer Fail. So. Jetzt gehen wir durch die Gasse. Aber diesmal auf der anderen Seite. Sammeln uns den nächsten Schlüssel ein. Müssen wir gleich in so ein komisches, durch so ein Gitter. Die Gitter hier machen immer sehr, sehr fiese Geräusche, aber das ist, glaube ich, beabsichtigt. Hier, wenn ihr mal hören wollt. Ja. Und hier finden wir einen. Oh. Da. Hundekopf. Lecker. Und den zweiten Schlüssel. Woodman, also Holzfäller. So, her mit dem hier String. Schnell weiter. So, jetzt können wir nämlich nehmen. Hier. Scheißlicht. Ah, schon besser. Herrlich. Ich glaube hier. Ja. Einfach geradeaus durch. Da finden wir den letzten Schlüssel. Keine Ahnung, wie der heißt. Schön ist es. Jo, wir sind da. Weitere Munition und der letzte Schlüssel und der heißt Löwenschlüssel. Ist da. Ich muss mal gerade schauen, wie ich am besten wieder zurückkomme. Ja. Einfach geradeaus und dann da ganz hinten rechts. Sollten wir in 3 Minuten schaffen, dann muss ich nochmal pausieren. Das nächste Video dann ist nervig, aber anders geht's nicht, weil sonst habe ich irgendwie ein Video, weil Fraps teilt die Videos ja in 3,9 GB große Videos immer. Das kann man nicht umstellen, leider. Und und sonst habe ich gleich ein Video, was dann 14 Minuten lang ist und das muss ich dann erst zerschnippeln und alles und das wird halt sau lange dauern, das dann wieder alles abzumischen und deswegen kann ich mir lieber den Aufwand machen und alle 10 Minuten mal zweimal auf den einen Knopf drücken. Das geht schneller. Dann habe ich schön 10 Minuten Parts ungefähr. Sind nicht immer 10 Minuten lang. Manchmal gucke ich falsch auf Uhr, dann sind sie eine Minute länger oder eine Minute kürzer. Da muss ich dann schneiden, notfalls. Also wenn sie zu lang sind. So, ist hier die 11th Street? Nee, noch einen weiter, glaube ich. Hier müssten wir richtig sein. Welche Seite war's? So. Hier. So. Ich kann gleich speichern, wenn ich draußen bin. Schlösser weg. Super. Und es passiert was Mysteriöses. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was geht hier an? What's going on? What's going on here? 2 Heildrinks. Voll die Post. Akku ab. Oh ey. Englisch ist echt leichter als Deutsch. Post. Akku. Apu. Scheiße. Apokalyptische Musik. Postapokalyptische Musik. Geht doch. So. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich pausiere das Video. Schule im nächsten Video. So.